evangelisch in Neukölln. Echt jetzt? Liebe Carmen, danke für deinen Beitrag zur Treue Gottes. Ich finde in diesem Bild, in dieser Aussage, dass Gott uns treu ist, es liegt wahnsinnig viel Sprengkraft drin, wahnsinnig viel Aufforderungscharakter. Wir sollen also losgehen mit der Gewissheit, dass Gott uns treu ist. Wir dürfen losgehen, wir dürfen gemeinsam losgehen und ich glaube, es geht da in der Treue Gottes um etwas Gemeinschaftliches. Wenn wir also uns das vorstellen, Noah verlässt die Arche mit seiner Familie, mit all den Tieren und er muss Neues schaffen. Es ist alles ja auf Anfang getrimmt und über diesen Anfang setzt Gott sein Zeichen der Treue, seinen Regenbogen. Wenn wir also Neuland betreten, wenn wir neu losgehen, dann dürfen wir den Blick erheben und Ausschau halten, wo Gott seinen Regenbogen drüber setzt, wo er uns an seine unverbrüchliche Treue erinnert. Und wir dürfen als Gemeinschaft dann uns aus dieser Treue heraus Kraft leihen, Kraft ziehen und dürfen losgehen. Selig sind, die der Frieden stiften, denn sie sollen Kinder Gottes heißen, sagt Jesus. Wir sind Kinder Gottes in dieser Gemeinschaft. Vielleicht Kinder in der Beziehung, dass wir ganz neugierig sein dürfen, wie mächtig dieses Gottesreich ist, dieses Reich Gottes, dieses Friedenreich, das Jesus aufrichtet. Und ich frage dich, was glaubst du, Carmen? Wie denkst du über dieses Friedensreich nach, über dieses Gottesreich? Welche Rolle spielt das in deinem Leben?